Weiter geht's heute mit dem Pokalfinale gegen den FSV Mainz 05. Heute mal nicht mit Rotieren, sondern heute mit der Vollkapelle. Das ist ganz klar, weil es ist ein Pokalfinale. Wir wollen den Triumph. Schafft Mainz den ersten oder holen wir unseren vierten? Einmal sind wir rausgeflogen gegen Eintracht Frankfurt, damals in der Zweitligasaison. Wir sind ja in der dritten Liga gestartet mit einer komplett neuen rotierten Elf, mit einer komplett neuen rotierten umgebauten Mannschaft. Haben uns durchgebissen, immer wieder die ganzen Schicksalsschläge. Wir sind damals in dem zweiten Jahr im Europa League Halbfinale in Juventus Turin gescheitert, das ist ganz klar. Der fehlt uns tatsächlich noch. Es ist nur der Europa League Finaltitel, der uns noch fehlt. So, gehen wir kurz in die Pressekonferenz. Willkommen zur Pressekonferenz. Wir sind nun bereit für Ihre Fragen. So. So. Möglich ist alles, klar. Damit sind wir am Ende dieser Pressekonferenz angekommen. Vielen Dank. So, auf geht's. So, auf geht's. Ich guck mal gerade rein, die Ausstellung passt. Auf geht's. Wir können rein ins entscheidende Pokalmatch. So, können wir es heute nochmal richten oder schlagen uns die Mainzer ein Schnippchen und holen den Pokalsieg. Das kann natürlich alles passieren, ne? Und nächste Folge ist dann Liverpool. Das wird auch das letzte FIFA 21 Match für uns werden. Das ist jetzt das letzte Pokalspiel überhaupt. Am nächsten Morgen ist dann nochmal Liverpool dran und dann ist durch. Dann haben wir es geschafft. Es ist soweit, das Finale steht an. Für beide ein unheimlich wichtiges Spiel. Nach etwas über 260 Folgen haben wir es dann mit FIFA geschafft. Aber jetzt erstmal pokalvolle Konzentration. Ich habe nicht rotiert, ich werde auch nicht rotieren. Ich spiele hier mit der kompletten Startelf. Und will natürlich das Ding hier heute wuppen. Wolf Fuß und Frank Buschmann begrüßen Sie heute zum Endspiel um den DFB-Pokal. Es ist also mal wieder soweit. Einer der Höhepunkte der Fußballsaison steht an, das Pokalfinale. Es wird spannend, es wird dramatisch. Jetzt wollen zwei Mannschaften hier Geschichte schreiben. Wollen sich in der langen Liste der Sieger verewigen. Es dürfte wieder mal ein echtes Spektakel werden. Mainz 05 gegen Schalke 04. Endspiel also um den DFB-Pokal. Kein Bayern, kein Dortmund, die sind nicht alle beide in der zweiten Runde raus. Sondern die Mainzer als absoluter Außenseiter und die Schalke als absoluter Favorit und Titelverteidiger wollen uns heute hier den Sieg klar machen. Oder Lario, der hat jetzt wieder fünfmal getroffen wie die Hertha im Pokal in der Liga. Die Aufstellung der Mainzer. Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. So. Na dann, auf geht's gleich ins Match. Das war die Aufstellung der Mainzer kurz. Wie
gesagt, vorletzte Folge. Ich bin dann einfach bei 260 um und drehen. Die Anfangsformation der Schalker. Im Tor ist Manuel Neuer. Also fünf Saisons haben wir gespielt. Komplett in der dritten Liga gestartet. Von ganz unten nach ganz oben. Und sie starten nicht so offensiv. Vorne nur ein Stürmer. Naja, aber wenn aus dem Mittelfeld Unterstützung kommt, dann kann das klappen. Das letztes Pokalspiel. Das soll doch erfolgreich werden. Und dann, wie man das sieht, ist wahrscheinlich genau die gleiche Elf, wenn wir starten. Auf geht's, Pokalfinale, 90 Minuten Minimum, vielleicht 120, vielleicht werde ich mir das schießen. Ich wollte das so früh wie möglich klar machen. Ein großartiges Spiel. Das war sehr gut. Mal schauen. In der Liga sind wir ja auch die getroffen, haben mal ein bisschen rotiert, da ging es so dieses 1:0 aus. Mal gucken, wie es heute aussieht. Ja, gut gelöst, zweimal, dreimal. Ja, das hätte was werden können. Hazard. Wechsel. Von ihm erwarten wir heute einiges. Ja, ganz stark gemacht, das ist eine gute Gelegenheit. Abseits, absolut klare Entscheidung. Ja, Mainz geht da drauf, bleibt da dran an den Ball und Neuer, ja, hat ihn. Da war er auch da, ein bisschen zu gefährlich, sogar dann vielleicht hat er noch die Führung gehabt. Also, 11. Minute, Mainz geht auf ihn dahin. Alles richtig gemacht, gibt 10. Applaus. Er spielt den Pass auf den Flügel. Da geht er vorbei. Gibt Ecke. Ja, weil ein Schalker da mit dran war, gut, aber gegriffen. Marco, glaube ich, war's. Ex-Mainzer. Der Ball kommt rein. Ihre zwei, die ja auch auf Schalke spielen, genauso wie Lazio übrigens. Schuss! Oh nein! Oh nein! 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 Das ist Hazard. Oh nein, das ist fürs Pokal, das Champions-League-Finale ist natürlich ein absolutes Ding. Hoffentlich kann er spielen. Hoffentlich kriege ich ihn drauf. Ich befürchte, dass das Ende für ihn ist. Und für ihn wird jetzt neu gleich in die Mannschaft Robin Gosens kommen. Ja, der ist hier weggeknickt. Das war's. Ich befürchte, dass es für Champions-League-Finale war. Scheiße, Mann. Das tut mir gerade extrem weh. Jetzt die Ecke. Egal, komm. Keine schlechte Chance hier bei diesem Kopfball, aber die Abwehr ist natürlich da. Ist unglücklich ja, passiert, ist aber halt leider hört sich ändern, aber. Kannst du den kaum besser machen. Dieser für den neuen Mannschaft jetzt ist Robin Gosens. Paulinho. Lucas Alario. Gosens. Schalke jetzt über. Gosens! Gosens! Immer noch gefährlich. Ja! Ja! Das ist Paulinho. 90. Minute! Die Wiederholung dieses Tores. Ist das der ausgeglichene Partie? Ja, wir haben die erste Chance zu nutzen. So. Gut gehalten vom Keeper. Ja, und wenn du dann so eine Chance nochmal bekommst, dann passt das Ding. Ach, das Pokaltor. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Und ja, gut gelöst da. Lukas Major. Meins, es ist aber auch gefährlich. Die sind noch nicht tot. Noch nicht tot. Ah, den hätte er besser platzieren müssen. Die sind noch nicht platt. Latzer. Der Ball. Ah, Ballverlust. Das macht er sehr gut. Klasse Technik. Wo ist es? Da wäre Platz für den Konter. Nein, das war ein bisschen zu lange gezögert, aber. Und jetzt könnte es in die hätte ein bisschen anders ausgehen. Ein bisschen anders sein müssen. Einwurf. Einwurf Mainz, ja.
Gut gelöst, Gosens, aber ein guter Verständnis. Maximilian Arnold. Sie bekommen den Einwurf jetzt. Du wirst jetzt nicht doch irgendwie einen zweiten Leistungsträger verlieren. Bei Großes ist kein schlechter, definitiv nicht. Hat Mainz 05 auf jeden Fall Vorteile bisher in dieser Partie. Aber wenn sie auf dieser spielerischen Überlegenheit keine guten Chancen. Sie kriegen es momentan nicht wirklich auf die Reihe. Also wir kriegen es momentan nicht. Abgepfiffen, es gibt den Freistoß. Sie wollen das Tempo mitnehmen und haben schnell ausgeführt. Das ist jetzt eine Chance. Riesenchance. Das heißt, du bist gut. Ich hab mir die Chance gemacht, du bist gut. Hat er nicht in der Hand der Welt, wenn er spick ist? Ja, oder? Er lässt die Karte nochmal stecken, gibt ihm aber ein paar Worte. Oh Mann, der Neuer hat den doch schon gehabt. Und jetzt gibt's einen Scheiß. Da bring ich die jetzt unnötig wieder ins Spiel. Komm, Neuer hat es. Du hast das Ding. Der Ball schlägt unten weg ein. Den kannst du als Keeper nicht halten. Naja, hat das Ding nicht. Halt 40. Minute vor dem Mike Kunze. Der Spielverlauf ist völlig offen. Den Zweikampf verliert er. Lucas Alario. Das hat der Verteidiger klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. Da müssen Sie aufpassen jetzt. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Und jetzt ist der Ball geklärt. Der Schiedsrichter pfeift zur Halbzeit im Finale und noch ist nichts entschieden. Nein, Wolf, hier bleibt. Schöne Aktion. Meinst du, ist klar, die bessere Mannschaft, muss man mal so einfach knallhart gerade sagen. Die haben nämlich echt haben mehr Chancen als wir. Sie haben besser auf die Reihe bekommen. Das geht nicht gut. Ich hätte einfacher Gegner als Mainz gewünscht, aber egal. Wir müssen es sehen, wie es kommt. Richter. Zieht einfach mal ab. Klasse Einsatz, hätte sonst gefährlich werden können. Schöner Ball auf Baku. Pass auf den Flügel. Geht nach innen. Schöne Flanke. Baku. Ja, gut gemacht bei diesem Block. Ich frage, was auf dem Richter war es diesmal. Sie verlieren den Ball. Guter Vorstoß. Kann was werden. Marco Richter. Mann. Das macht er gut. Den Ball hält er fest. Als nächstes steht natürlich das Endspiel. Der UEFA Champions League. Und für die Schalke. Uri, der Torschütze. Und ich bin mir sicher, für Mainz! Sie drehen die komplette Partie! Sie führen! Ah, tut das weh gerade! Auf das Tor, da sehen wir, wenn das irgendwie anders hätte geklärt werden können, konjunktiv, dann wäre die Situation erst gar nicht entstanden, aber so passiert es dann doch. Jetzt also die Schalke in Rückstand. Einfach alles gerade zu einfach, zu simpel. Jetzt der Konter. 30. Minute, Marco Richter. Oh, da hat nicht viel gefehlt. Tolle Chance, schön platzierter Ball, am Ende einfach kein Glück. Jeder Ball geht so, das war's für ihn. Der Partie und gönnt ihm den Beifall. Und das völlig zu Recht. Er hat heute wirklich eine klasse Leistung gezeigt. Jetzt mal vielleicht wieder bei Marco Richter. Er probiert viel, macht viel, tut viel. Chance zur Flanke jetzt. Jetzt ist er durch. Weiter gefährlich. Wieder dieser Keeper, der hat gerade
stört gerade komplett alles. Ball kommt in die Mitte. Den Kopfball hält er. Toller Pass. Geht er rein? Ja! Du hast schon zu kalt gelegt. Zu hoch. Hallo. Keine Abseits übrigens. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. Es ist ein enges Spiel. Und das drückt jetzt auch der aktuelle Spielstand aus. Lukas Alari. Sauberes Tackling von ihm. Da ist jetzt Platz. Der Angriff könnte was werden. 75 für Doppelpack. Doppelschlag. Pauli, ja? Ja, ich hatte jetzt extra gedacht, läufst du jetzt durch, versuchst durchzulaufen oder führst du vorne rein? Ich hab immer zu wissen, keine vorne rein zu sitzen. Polinio mit Tor Nummer 9 im Pokal. Das ist aber gerade auch ein bisschen passiert. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn es nach 90 Minuten keinen Sieger gegeben hätte. Aber genau danach sieht es natürlich jetzt aus. Das könnte der entscheidende Treffer gewesen sein. Hier deutet sich ein Wechsel an. Und den Wolf wird es wohl bei der nächsten Unterbrechung geben. Polinio, vielleicht jetzt wieder Vorentscheidung. Ja. Der Kriegssystem, 71., 75., 79., die 3 Tore. So, wir schauen uns die Wiederholung dieser Szene nochmal an. Erst kommt der Pass. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu So, jetzt kriegen wir noch mal wechseln wir nochmal durch. Jetzt ist es eigentlich auch hoffentlich durch endlich. Ja, tut mir leid, Reus, da muss ich dich halt rausnehmen. Muss ich dich halt wieder bringen. Muss ich halt Burka bringen. Schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Tor Nummer 10 für ihn. Tor Nummer 3 heute. Jetzt können wir Stimmt, Zapazar gewechselt in der Zapazar wechselt ausgerichtet in der ersten Halbzeit. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. So, was können die Mainzer jetzt noch irgendwie dazu bringen? Und da verlieren sie den Ball. Ja, Coutinho, super Pass. Ist abseits. Ja, da hat das Timing nicht gestimmt. Richter. Den noch mehr. Der Ball ist im Aus, das gibt Einwurf. Drei Minuten sind es noch. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Und jetzt Coutinho. Ja, starker Pass. Baku. Jetzt der Schuss. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. 2 Minuten Nachspielzeit. Also das Ding ist entschieden. Ich denke, es wird nicht mehr viel passieren. Mainz hat wirklich stark gekämpft, hat wirklich jetzt könnte die Flanke Bombenpartie geliefert. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Und ich glaube damit, und da sehen wir den Pokalsieger in diesem Jahr. Verdient? Ja, weißt du was? Die Frage stellt sich. Und wenn du das Ding hast, dann verdient ihr.
Du musst es einfach so sehen, die Mainzer mit 2-2 und 3 Tore in den letzten 5 Stunden macht mehr. Der Tore zu 73 und 80 weiter zum Sieger. Mainz hat es wirklich extrem stark gemacht. Das war ein wirklich guter Gegner heute. Wir haben Gott sei Dank die 3 Tore noch zum richtigen Moment gemacht. Durch Pauline. Momente, besondere Momente, echte Momente. Es gibt kein Drehbuch dafür. Tolle Momente. Ja. Also das einmal zu erleben, da wird jeder Profi, jeder Fußballer eine Menge für geben. Da ist das Ding. Und jetzt sind alle Anstrengungen vergessen. Jetzt weißt du, du hast es gepackt. Es ist der im Moment schönste Pokal der Welt, dieser Mannschaft. Jetzt ist es so. Herrlich. So, jetzt geht's in die Kurve zu den eigenen Fans. Ich genieße einfach, wenn erwachsene Männer sich die Kleinkinder freuen. Herrlich. Tolle Bilder. Ja, geschafft. Aber jetzt kommt noch ein Spiel. Das heißt, der letzte. Das ist Liverpool, der letzte Gegner unserer FIFA 21-Karriere. Haben Sie ganz geblieben auf 22 oder ab? Ja, aufstellen jetzt. Es geht zum Zielfoto. Das ist, liebe Freunde, ist die Postkarte der Saison. Lieber Frank Buschmann. Metaphorisch. Eine brillante Leistung des Herrn an meiner Seite und eine tolle Leistung der Mannschaft. Schalke jetzt über außen. Stark gemacht, das könnte was werden. Immer noch gefährlich. Das ist die Führung. Und jetzt bin ich gespannt, Wolf, wie sich das Spiel entwickelt. Was meinst du, Ausgleichstor? Diesen Elfmeter lassen sie sich nicht nehmen. Ja, was ein dämlicher Elfmeter, muss ich sagen. Aber ich hab's trotzdem nicht gehört. Meinst du, bitte dann noch 56 Minuten sogar mit dem Tor? Lukas Mitchell! Parade Neuer, immer noch gefährlich. Der Ball ist drin. Ja, sie machen dieses wichtige Tor hier im Pokalfinale. Aber dann kam... Toller Pass. Ja, Salario. Und dann kam Foligno Doppelschlag. Und Schalke drehte die Partie erneut und gewann mit 4-2. Oh, Gott sei Dank, ey. Habt ihr das weiterkommen? Jetzt wird noch ein Spiel. Und dann haben wir es gegen Liverpool. Oh, mal gucken. Mal schauen, nee. Wird nicht einfach werden. Vielen Dank, dass Sie kurz nach Spielende zu einem Kommentar bereit sind. Ja, war mir fast klar. Ja, da muss es Gusen halt spielen. Das war dann also quasi, dann heißt Coutinho vorne rein. Coutinho oder Gusen, das war mir gerne. Ich denke mal Coutinho, weil der hat es eigentlich irgendwo verdient. So, Turnierpreisgeld. Na gut, dann würde ich sagen, wir feiern. Wir sind in der nächsten Folge wieder und dann heißt das allerletzte Spiel bei FIFA 21 gegen den FC Liverpool. Bis dahin und tschüss.